Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier mich auf meinen Unterwasserabenteuern begleitest. Und ja, ich habe es hier in meiner Basis ein bisschen rumgelungert, darum habe ich mir hier so einen Stuhl gebaut, weil das Coole ist, wenn man auf dem Stuhl sitzt oder so, dann verbraucht man hier kein Essen und kein Trinken. Und dann kann man da einfach mal da sitzen und warten. Ich habe jetzt noch keine Lust mehr gehabt, noch weiter zu warten. Ups. Genau, und deswegen sind wir bereit für eine weitere Expedition. Bei den Filtriermaschinen ist es so, die ist voll, die lasse ich jetzt auch voll, weil ich habe definitiv für zwei Maschinen viel zu wenig Power in der Basis. Eigentlich ist es für eine schon zu wenig, die lasse ich es auch einfach arbeiten. Ich habe genug zum Essen dabei. Ich habe genug zum Trinken dabei, würde ich sagen. Ich habe alle Batterien aufgeladen. Das war eigentlich der Grund, warum ich da so dumm rumgesessen bin. Und die Nacht bricht herein. Ja, super. Es ist immer das Gleiche. Ich fange an aufzunehmen und holla. Die Nacht bricht herein. Ein weiterer Schluck Wasser ist passiert. Oder Salz. Eins von beiden. Salz hat er gerade gemacht. Genau. Egal. Ich habe vom Cashnav den Tipp bekommen. Geh doch mal zu LivePod 17. Da findest du ein paar ganz coole Fragmente, die du brauchen kannst. Wie zum Beispiel eben dieses mobile Vehikelbaugedöns, dass wir die Motte bauen können. Ich sagte, hey, super. Danke für den Tipp. Also erst auch nochmal hier im Video. Danke für den Tipp, Cashnav. Da werden wir natürlich jetzt hingehen und ja, dann, was hat denn der noch 44? Ja, ist ja wurscht. So, wir fahren jetzt dahin, egal ob es Nacht ist oder nicht, wir sind ausgerüstet. Ja, und der Jens XXX hat geschrieben, bitte mal irgendwann die PDAs vorlesen, damit wir auch die Geschichte mitkriegen. Und ja, ist eine gute Idee, ich werde es wahrscheinlich nur nicht vorlesen, ich werde das mal ein bisschen vorbereiten. Und dann so. Ja, weil die sind jetzt alle Englisch, das ist blöd. Und hier on the fly übersetzen ist für mich auch ein bisschen blöd, sagen wir es einfach so. Wenn ich es so durchlese, ich verstehe das, das ist kein Thema. Aber das dann zu übersetzen, dann wird es plötzlich ganz schön schwierig. Und ich meine, ich werde das mal vorbereiten hier ein bisschen, mir das aufschreiben. Und dann werden wir wohl in der nächsten Aufnahmesession mal so ein bisschen PDA-Lesestunde machen. Mal so eine halbe Folge lang oder so. Also ich werde halt dann eine deutsche Zusammenfassung des jeweiligen PDAs euch geben. Das, glaube ich, macht dann Sinn. Ah, da hat er gemeint, hier ist das Wrack, genau. Wir waren bei dem Livepod noch gar nicht, oder? Nee, cool. Wir gehen erstmal Luft schnappen. Erstmal gehen wir Luft schnappen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Also ab nach oben Luft schnappen. Ach ja, und es ist wieder Nacht und es ist natürlich schon blöd, dass es immer so dunkel ist in der Nacht. Mond. Und was bist du eigentlich? Du bist auch ein Mond, oder bist du noch so ein Zweitplanet, der hier uns, keine Ahnung. So, ab nach unten. Dann schauen wir als erstes mal in den Liveport rein, was wir da Schönes haben. Und da liegt schon mal was daneben, das ist ein Mottenfragment. Sehe ich doch von hier, ja, eindeutig ist das ein Mottenfragment. Aber wir schauen jetzt erstmal da rein. Also ein PDA haben wir mal wieder. Sehr gut. Okay, einfach weg. Hm. Naja. Sonst noch irgendwas? Ich sollte vielleicht einfach mal meinen Scanner wieder auf die 5 tun. Das wäre natürlich maximal hilfreich, wenn man nachher was zum Scannen findet. Ups, falsche Taste. Seemottenfragment haben wir, glaube ich, schon alle. Dann nehmen wir halt die 2 Titan mit. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, wir haben es das letzte Mal alle gehabt. Ja. Dann gehen wir nochmal kurz nach oben. Genau, deswegen gehen wir doch schon rauf. Keine Panik. Toll, habe ich da eine leere Batterie drin. Ja, egal, das tauschen wir jetzt gleich mal aus, wenn wir oben sind. Schaut, das ist verrückt. Kaum machst du das Gitter auf, aha, kannst du hier keine Batterien wechseln, sowas. So, jetzt aber. Wir nehmen mal eine volle rein. Ich hätte hier gerne eine volle drin, das wäre schon ganz angebracht. Nochmal kurz tief Luft holen und abwärts. Machen wir mal das Licht an, dass wir ein bisschen was sehen hier. Oder habe ich es jetzt ausgeschalten? Jetzt ist es an, okay. Mal schauen, was hier so rumliegt. Ah, hier schon mal eine Kiste. Eine Kiste ist auch gut. Kisten mögen. Na, das ist nur so eine Cargo. Ach, schade. Kisten mögen wir gerne, aber ich will nicht gerne irgendwo hängen bleiben.
So, jetzt schauen wir mal hier ein bisschen in der Gegend rum. Er hat gemeint, er hat es rein zufällig hier beim Livepod selber direkt so gefunden, ohne ins Rack gehen zu müssen. Da sind irgendwie unangenehme Tiere unterwegs. Was bist du? Du bist einfach nur ein Eisen, oder? Du bist gar nichts. Einfach nur Zierde. Er wäre natürlich auch sehr brauchbar. So, was bist du Schönes? Ah, genau das, was wir suchen. Super. Cool. Eins von drei. Ehrlich, mein Gott, wie die Zeit hier... der Sauerstoff immer so schnell weg ist. Das ist schlimm. Aber es wird wenigstens Tag. Dann können wir das Licht wieder ausschalten. Da, Sonnenaufgang. Nice, nice. Das heißt, wir sehen da unten auch ohne Licht wieder besser. Gucken wir mal weiter. Wir brauchen noch zwei so Dinger, dass wir unseren mobile Baustation haben. Hallo Fisch. Ja, ich höre dich. Hi, keine Panik. Hey. Ruhe. Au. Oh, der... Das ist eine Knalltüte, oder? Das hätte es nicht sein müssen. Ich tue doch gar nichts. Ich guck doch hier nur rum. Bin ganz friedlich. Ich esse dein Essen nicht weg. Gar nichts tue ich. Hm. Ja, jetzt wird's heller. Jetzt sehen wir dann bald besser. Was bist denn du? Nee, ich will kein Kreaturenei. Ich bräuchte da zuerst einmal ein Dingenskirchen, das Aquarium, das müssen wir auch erst wieder einscannen, das kann man leider auch nicht mehr einfach so bauen. Ja, ich geh mal rauf. Und da sollten wir eigentlich noch zwei andere Fragmente finden, dass wir die mobile Station bauen können, das wäre dann eigentlich ganz nice. Und wenn wir die dann haben, dann können wir nämlich die Seemotte bauen. Da bin ich ehrlich gesagt eigentlich auch schon ganz heiß drauf, weil mit der macht's Tauchen dann mehr Spaß. Und wenn wir dann irgendwann noch den Moonpool finden würden, das wäre natürlich mega. Und dann würde man nämlich die Haie hier mal mit ein paar Elektroschocks einfach mal verkloppen. Kann man hier eigentlich irgendwo rein in das Wrack? Also das würde mich ja schon reizen, wenn ich ehrlich bin. Hm, was bist du? Nix, du bist nur Zierde. Kein Eingang, das kann ja nicht sein, die können ja so einen riesen Wrack da hinlegen. Und dann kann man da nicht rein. Das schaut aber schon irgendwie so aus, als würde es da keinen Eingang geben, oder? Nee. Was bist denn du? Sandsteinbrocken. Silbererz können wir immer brauchen. Na dann, wenn ich da schon nicht in das Wrack reinkomme. Ach, jetzt. Oh, ich brauche. Die Modifizierungsstation brauche ich auch. Ich brauche größere Sauerstoffflaschen. Das ist ja nervig, hey. 105 Sekunden ist es nicht die Welt, wenn man da unten rumschwimmt. Aber gut, wenn wir schon mal oben sind, dann trinken wir doch mal schnell einen Schluck. Und... nee, Essen ist noch zu verfrüht. Gehen wir wieder runter. Dann müssen wir hier doch irgendwo noch die anderen Teile finden. Wo ein Fragment ist, sind doch die anderen normal nicht weit weg. Das haben wir doch schon gelernt in dem Spiel. Oh, da gibt es coole Höhlen. Boah, will ich da reingucken? Ja, ich will. Ist das eine gute Idee? Ja, weil ich hier wieder rauskomme. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes in der Nähe? Oh, schon wieder Batterie alle. Meine Herren, du. Licht aus. Was haben wir hier noch? Nix. Ja, jetzt suchen wir gerade noch zwei Fragmente, ne? Zwei so Kühlschränke. Das sind immer noch ein Kühlschrank, dummerweise, das Ding. Aber es ist wohl mit allen Fragmenten, die neu reinkommen, das sind erstmal Kühlschränke und später kriegen sie dann richtig tolle Strukturen. Irgendwo muss man doch in das Wrack rein können. Die können doch nicht so... Ja, ich gehe gleich rauf. Ich gehe doch gleich rauf. Ich gehe mal rauf. Also eins habe ich jetzt.
1. Und da möchte ich auch rein, so bald wie möglich. Das heißt, ja, aber am besten mit der Motte rüberfahren. Das wäre natürlich schon am geschicktesten, glaube ich. Ah, es gibt's doch nicht, dass die mich da nicht in das Wrack reinlassen. Da ist eine Tür. Hallo, Tür. Nee, du bist keine Tür. Da ist irgendwo ein Hai in der Nähe. Das war jetzt keine Tür. Hey, das ist doch... Da sprutzelt die Elektrik. Da geht's rein. Da geht's rein. Da geht's rein. Genau. Okay, wir holen nochmal schnell Luft und dann gehen wir da mal rein. So. Schnell aufgetaucht. Und dann da geht's rein. Mein Gott, ich hätte es beinahe nicht gefunden, oder? Das ist doch echt. Ich bin ja manchmal so ein Held. Ja, manchmal siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht und den Eingang ins Rack nicht. Dann machen wir mal das Ding hier weg. Oh, dich kann ich scannen. Das ist ja schon mal nett. Ein neuer Stuhl, warum nicht? Die Haie machen mir mehr Angst momentan eigentlich als alles andere. Sonst noch irgendwas? Ein Biobasisreaktor, Basis-Bioreaktor-Fragment, super. Und da ist noch eine mobile Fahrzeugstation, saugeil. Gut. Das habe ich so gerade nicht gesagt, ne, dieses Wort, nein, nein. Und was haben wir da? Jawohl. Bioreaktor, wir haben endlich, ja, das, und da ist das dritte Teil, super. Ach, bin ich happy. Und eine Bank, machen wir auch noch schnell scannen. Was ist dann mit der Tür? Bist du nicht... Komm, 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 scanne. Ich muss rauf. Ich habe doch kaum noch Luft. Nee, dich kann man nicht öffnen. Sonst noch irgendwas hier? Auf die Schnelle? Nein. Nein, dich kann man auch nicht öffnen. Okay, dann gehen wir wieder frische Luft schnappen. Ich bin doch schon unterwegs nach oben. No panic. So, dann fahren wir heim. Dann fahren wir heim. Super. Das war... Ah, klasse. Der Tipp war super. Vielen, vielen Dank nochmal. Cashstaff, jetzt können wir richtig loslegen. Die Basis hat jetzt immer Strom. Das ist cool. Ich muss dann noch einmal irgendwo ein Außenbeet, Innenbeet, sonstige Beete bauen. Das mache ich aber jetzt mal zwischen den Folgen nachher. Und wir können die Motte bauen. Yay. Da bin ich ja sowas von happy. Ich glaube, das werde ich vorbereiten dann. Ja, wir haben jetzt noch knapp 2-3 Minuten in der Folge. Ich glaube, das werde ich dann einfach mal vorbereiten für die nächste Folge. Komm, ich nehme dich mal mit hier. Ups, auch nicht. Nein. Ich könnte mal hier... Pirscherzähne bräuchte ich auch schon langsam mal. Ja, Pirscherzähne. Müssen wir auch mal suchen gehen. Jetzt gehen wir erstmal zu unseren Haien. Und jetzt bauen wir uns noch einen Raum hier ran. So. Irgendwie waren die Haie gerade nicht da, ne? Ups. Genau, dich brauche ich sowieso. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie viel? Keine Ahnung. Mal schnell den Bilder auf die 5 gelegt. Mal schnell den Bilder auf die 5 gelegt und schauen, was kostet mich denn der Mehrzweckraum. 6 Titan, die haben wir drin in der Tasche. Dann brauchen wir uns nämlich hier einen Mehrzweckraum. Hier daneben. Da so hin. Why not? Oder auch nicht. Hallo? Würde dich gerne da daneben hinbauen. Du... Ja, genau so. Aber machen wir halt die Landschaft kaputt. Das ist mir doch egal. Das ist nicht meine Landschaft. Hahaha. Nee. Höhlenstärke bei 5,5 ist es auch nicht gerade die Welt. Da bauen wir noch ein Dingeskirchen. Quatsch, wo drücke ich denn wieder hin? Noch ein Dingeskirchen drunter. So eine Platte, die braucht auch noch ein bisschen Titan. Weg. Und dann schauen wir, was der Bioreaktor kostet. Titan. So, nehmen wir nochmal ein bisschen mit. Man kann nie zu viel Titan haben. Dann setzt man nämlich da nochmal so eine Platte drunter. Hier so.
meinetwegen. Ja, mei, das ist halt nicht schön, aber selten. So sind wir wieder bei 7,5. Und was kostet denn jetzt hier Energie? Ah, Schmierstoff. Schmierstoff kann ich herstellen. Das ist nicht das Thema. Das haben wir, glaube ich, oben noch alles da, was wir brauchen. Ich würde jetzt gerne noch den Bioreaktor bauen. Moment. Langsam. Auf Platz habe ich natürlich keinen. Schmierstoff, da brauche ich eins. Komm, eins, zwei, drei, vier. Mal weg hier mit dem Zeug. Wie viel brauche ich denn für den Schmierstoff? Schmierstoff. Drei. Ich habe fast gedacht, dass ich die drei brauche. Dann tun wir hier noch eine Batterie schnell weg. So. Ich will den noch bauen. Ich will den noch bauen und ich will den in Betrieb nehmen. Das will ich jetzt noch machen, damit ich dieses nervige, wenn es Nacht wird, Rumgeblödel nicht mehr habe von der Basis. Ich habe keine Energie, ich habe wieder Energie, ich habe keine Energie, ich habe wieder Energie. Das ist auf Dauer echt so schlimm. Da wächst was, okay. 6 Titan, alles klar. Wir holen noch ein bisschen. Das habe ich weggetan, oder? Ah, ich habe das Titan. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, lalala. Das hat keiner gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann schmeißen wir den nämlich auch nur an und dann sind wir alle happy. Also ich zumindest. Ich hätte das... Wie dreht man denn den gleich wieder? So. Ich hätte dieses Ding hier gerne da. Vielen Dank. Jawollo. Sehr gut. So, und jetzt schmeißen wir da... halt, warte mal, ich habe da so ein verfaultes Ding ins Kirchen. Ja, bla bla, keine Ahnung, was es da stand. Ich habe es nicht gelesen auf die Schnelle. Da schmeißen wir jetzt diese verfaulte Schlingpflanzenprobe rein. Die braucht da auch kein Mensch mehr. Und dann gucken wir mal, was uns der bringt. Ich glaube 150, na 300 bringt da. Okay, da oben steht es ja schon. Zopp. Jetzt habe ich die gegessen. Oh, ich hält. Das ist ungesund. Ja, ja. Dann schmeißen wir es da leider so ein Pieper rein. Es tut mir leid, ich wollte das Ding reinschmeißen. So, der läuft. Sehr gut. Kocht hier das Süppchen. Das Bio-Süppchen. Und es sollte die Basis eigentlich bald auf 300 Energie kommen. Ja, da kommt schon langsam. So, diese Dinger sind auch. Die lassen wir erstmal. Erstmal soll sich die Basis aufladen. Wir laden derweil ein paar Batterien. Habe ich jetzt die leeren oben lassen. Und ja, dann genau. Dann war es das erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, über einen Kommentar, über ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und falls ihr meint, es ist toll genug hier zuzugucken, dann dürft ihr auch gerne die Videos teilen. Auf sämtlichen sozialen Netzwerken, die ihr so kennt und die halt auch bei YouTube so vorgeschlagen werden. Unter dem Video steht immer dann das Teilen dort. Gerne teilen und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.